Wir stecken immer noch im Schacht fest. Also was heißt fest? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, also zwei Richtungen. Oder drüben können wir eine Tür öffnen. Und ich glaube, oh, da liegt noch Schrott. Das möchte ich jetzt gern machen. Das ist zwar furchtbar laut. Aber ich glaube, das wird schon seinen Sinn haben. Vielleicht ist das ja genau der richtige Durchgang. Da ist wieder eine Tür und ein Alien. Scheiße. Ich gehe da ganz schnell runter. Wenn ich denn darf. Nein, ich gucke jetzt erstmal kurz auf die Karte. Muss ich überhaupt runter? Analyselabor. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, ich glaube schon, dass ich da runter muss. Das ist jetzt, glaube ich, die Treppe, von der wir hergekommen sind. Okay, das Alien ist nach oben verschwunden. Ich benutze den ganz schnell. Hoffe, dass ich das noch darf. Und dann habe ich nämlich diesen Abschnitt auch. Oh, ja, sehr gut. Das war gut. Okay, und jetzt muss ich irgendwie da. Ja, genau. Jetzt muss ich irgendwie da runter und muss erstmal rauskriegen. Ja, das waren diese seitlichen Gänge. Okay. Okay, okay. Jetzt darf ich wieder ziemlich außen rumlatschen. Könntest du mal bitte den Flammenwerfer nehmen, Ripley? Okay. Ja, ich habe gerade gesehen, dass es da noch eine Treppe runterging. Die wollte ich jetzt ganz gerne ausprobieren. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schlimm. Wir hatten ja gerade gespeichert und vielleicht habe ich Glück und der neue Speicherstand ist so, dass das Alien jetzt gerade zufällig woanders rumschwirrt. Am besten in der Krankenstation oder sowas. Okay, ich bin noch geduckt. Nein, tut es nicht. Da ist es. Und ich glaube, es hat mich gesehen. Okay, es ist wieder nach oben verschwunden. Hier war gerade was gestanden von Leistungsschalter zurücksetzen. Okay, also hier oben komme ich aber nicht weiter, es sei denn, ich finde hier einen Lüftungsschacht. Ich glaube, ich gehe jetzt. Oh, na toll. Das Problem ist nicht, dass mich der Android hat. Ich gehe jetzt da rein. Und spiele jetzt Android. Also, sinnvoller wäre es wahrscheinlich, über die Lüftungsschächte abzuhauen. Scheiße. Verpiss dich doch einfach mal. Ja, das fällt mir jetzt gleich eh wieder auf den Kopf irgendwo. Da ist der blöde Android wieder. Da war auf jeden Fall. Ach so, ja, hier. Ja, ich könnte natürlich theoretisch
Schlecht. Die Kamera ausschalten. Ja, sie ist irgendwo hinter mir. Aber die Kamera auszuschalten wäre jetzt viel zu gefährlich gewesen. Ist gerade nach oben abgehauen. Das ist halt wieder die Frage. Genau das Problem hatte ich ja schon mal. Soll ich mich zum Speicherpunkt vorarbeiten? Aber ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich glaube, ich muss hier durch. Eigentlich müsste ich die Kameras ausschalten, aber ich weiß jetzt nicht, wo hier die Neuverkabelung ist. Ich gehe jetzt hier lang. Da ist ein Lüftungsschacht. Da ist eine Tür. Ich bin eigentlich fast da. Warum ist hier kein Speicherpunkt, verdammt? Meine Schränke. Ich bin hier doch schon richtig, oder? Wo ist es denn? Oh, ich bin dran vorbeigelaufen. Scheiße. Ich laufe gerade voll durch den Alarm durch. Ja. Hier hätte es jetzt irgendwo sein müssen. Alkohol, na super. Inventar voll. Ich schaue direkt drauf. Hier. Okay. Oh Gott, das macht Krach. Oh, jetzt ist der Lüftungsschacht gesperrt. Scheiße. Was? Verteilungsleitung initialisieren? Wo ist das denn jetzt? Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Ich kann hier nirgends speichern, verdammt. Ich könnte natürlich versuchen, zurückzukommen zu dieser Lobby. Aber warum ist da kein Speicherpunkt eingezeichnet? Da war doch einer. Oder, ach nee, das war ein automatischer. Scheiße. Wie sieht's da? Gut, ein bisschen Flammenwerfer habe ich noch. Warum löst es keinen Alarm aus? Okay, das ist jetzt hier nach oben irgendwie verschwunden. Aber jetzt gilt das Gleiche wie sonst auch. Jetzt habe ich es auf mich aufmerksam gemacht. Es kommt bestimmt gleich wieder runter. Okay. Okay. Ich muss jetzt eigentlich dann immer nur rechts rum. Wo war der Speicherpunkt? Warum ist er eigentlich nicht eingezeichnet? Der ist doch da. Aber jetzt könnte ich eventuell über die andere Leiter. Das ist vielleicht kürzer. Wenn mich das Alien lässt. Da ist der Android. Kamera. Ich versuche vielleicht noch schnell die Kamera. Na, wobei. Nee, ich lasse die Kamera an. Ich gehe hier durch. Und dann versuche ich über das Lager, über die Leiter, über den Lüftungsschacht, den ich jetzt geöffnet habe. Da schwebt wieder so ein Teil rum. Da liegt ein Bauplan, den ich nicht nehmen kann. Okay, dann halt nicht. Da jetzt hoch. Ja. Okay.
Gott sei Dank habe ich die Tür aufgemacht. So, Moment. Wenn ich jetzt hier rauskomme und dann wieder da zurück und dann die Treppe, die Leiter runter. Nicht die Treppe, sondern die Leiter. Ich muss da jetzt nur heil hinkommen. Das ist die Leiter. Und unten neben der Leiter ist nämlich dann der Speicherpunkt. Hier irgendwo. Hohoho. Wir haben einen Fortschritt erzielt. Oh, geil. Okay. Und jetzt muss ich zu diesem Terminal da unten. Genau. Zum Glück habe ich den einen Android schon erledigt. Es war kein schönes Geräusch. War das jetzt schon richtig, was ich gemacht habe? Oder? Nee. Nee, nee. Da tut sich gerade was da drüben. Ich will auch gerade ganz kurz gucken. Serviceanfrage. Ein Wartungsandroid ist unterwegs, okay. Ich habe keine Muni mehr für den Flammenwerfer, sehe ich gerade. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Macht er jetzt dann irgendwas oder? Er aktiviert irgendwas. Aber. Ich hätte Verteilungsleitung initialisieren. Macht das jetzt der Wartungsandroid oder soll ich das jetzt nochmal abspeichern? Er aktiviert hier einen Haufen Zeugs. Ich versuche das mal abzuspeichern. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon alles war, was wir hier machen mussten. Ich weiß auch nicht, ob das gut war, das jetzt abzuspeichern. Der aktiviert mir doch jetzt irgendwie sämtliche Androiden oder sowas, oder nicht? Was hat denn der da jetzt gemacht? Vor allem, was muss ich jetzt machen? Den hatte ich ja, glaube ich, schon getötet, oder? Und da muss ich irgendwas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade das Richtige tue. Da ist noch so ein Teil. Das war's, Aufzug ist auf. Okay. Ich hab's. Okay. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Das klingt jetzt echt doof, aber ich möchte das eigentlich gerne nochmal speichern. Und dann muss ich gucken, wo ich jetzt hin muss. Aber das hat jetzt... Ich bin gerade am Speicher vorbeigelaufen. Oh, bitte warten, toll. Okay, während wir warten, gucken wir mal kurz auf die Karte. Jetzt muss ich da runter. Zur Dekontaminierung. Nehmen Sie den Aufzug. Ich weiß noch gar nicht, wie ich da hinkomme. Auf jeden Fall muss ich jetzt wieder durch diese ganzen Gänge zurücklatschen. Und dann da unten irgendwo links rum. Immer noch nicht. Jetzt komm schon. Ich weiß jetzt auch... Ja gut, ich gehe schon davon aus, dass das Alien noch hier unterwegs ist. Ach, jetzt mach schon! Oh, jetzt endlich. Okay.
Jetzt muss ich nur noch heil zurückkommen. Moment. Da hinten die Gänge, die waren noch gar nicht drauf auf meiner Karte. Vielleicht komme ich ja da lang hin. Wahrscheinlich bin ich die ganze Zeit voll die Umwege gelaufen und hier wäre es viel kürzer gewesen. Okay, hier ist eine Sackgasse. Das wäre schon mal nicht kürzer gewesen. Okay, wo bin ich jetzt? Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Ah, ich glaube, ich bin aber richtig. Ich würde jetzt mal da lang gehen. Da ist zu, okay. Komme ich hier schon mal nicht weiter? Okay, das Alien poltert wieder schön brav in der Gegend rum. Da ist eine Karte. Ja, jetzt geht es wieder gerade ganz gut vorwärts. Aber also in der einen Folge, da habe ich mich ja wirklich scheiße angestellt, weil ich die Tür übersehen hatte. Und permanent immer zur falschen Tür gelaufen bin. Ich hoffe, dass ich da jetzt richtig laufe, wenn ich jetzt hier weitergehe. Ich höre was. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur eine Sackgasse ist, sondern dass ich da wirklich wieder zurückkomme. Oh. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Alles voll hier. Ich fürchte fast, das ist eine Sackgasse. Scheiße. Und ich habe gedacht, ich komme hier weiter. Mist. Ist hier vielleicht noch ein Terminal oder sowas? Scheiße. Okay, der Ausflug, der war jetzt mal voll für die Katz. Okay, ich habe ein paar Sachen gefunden, aber... Oh, ich glaube, jetzt hat mich jemand gerade gefunden. Ich tue jetzt mal so, als wäre nichts gewesen und gehe einfach weiter. Hallo. Ich begebe mich jetzt gerade in eine Sackgasse, ich weiß. Aber ich wollte jetzt einfach Abstand zwischen mir und das Alien bringen. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich sterbe, weil ich ja eigentlich... Okay, ich habe ein bisschen was eingesammelt, aber erreicht habe ich halt nichts. Also gut, ich muss jetzt wieder da... Ich muss echt diese ganzen langen Gänge zurück. Ach, verdammt. Ich habe echt gedacht, ich könnte da den Weg abkürzen. Ja, ich weiß, es ist hier. Ich gehe ihm jetzt komplett entgegen, ich weiß. Hier geht es auch nirgends weiter. Scheiße. Achso, jetzt bin ich wieder bei der Qualitätskontrolle. Nee, da wäre schon...
Ach Mensch, jetzt geht das wieder los hier. Ich kann mich einfach nicht orientieren. Ich hätte in dem Bereich bleiben sollen, in dem ich mich ein bisschen jetzt mittlerweile auskenne. Nee, aber hier komme ich doch zur Qualitätskontrolle. Oder nicht? Nee. Doch. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Natürlich, jetzt kann ich natürlich diesen nicht vorhandenen Fortschritt nochmal speichern. Einfach, weil ich ein paar Sachen gesammelt habe. Vielleicht habe ich ja auch Glück und habe das Alien jetzt wirklich in einen anderen Bereich gelockt. Glaube ich jetzt aber nicht. Moment. Ich kann doch, wenn ich jetzt da oben lang gehe... da waren noch zwei Zugänge, genau. Oder war das der, der zu war? Nee. Genau, jetzt komme ich nämlich zu dem anderen. Ja, ich weiß, dass mir das jetzt gerade nicht viel bringt, aber... ich möchte halt gerne relativ heil und ohne vom Alien permanent verfolgt zu werden, jetzt irgendwie zurückkommen. So, jetzt bin ich nämlich wieder ganz woanders. Als da, wo mich das Alien jetzt vorhin gerade gesehen hat. Ich glaube, jetzt tut er mir doch nichts, oder? Ich gehe jetzt hier einfach raus. Wo komme ich denn hier überhaupt hin? Ah, okay, so kann ich diesen Abschnitt... ah! Abkürzen. Oder? Ja, jetzt bin ich hier. Nee, jetzt bin ich ja wieder hier. Na toll. Scheiße. Ich muss doch eigentlich jetzt hier... links und dann wieder links. Aber da geht's nicht durch. Ach, deshalb hat mich das irritiert. Das ist eine Sackgasse. Oder kann ich das hier öffnen? Ich kann. Na toll. Und warum kann sie jetzt da nicht raus? Ja, geh doch da durch. Du kannst doch da durchklettern, Ripley. Stell dich mal nicht so an hier. Hallo? Da, klettern mit A. Na also. Ich weiß jetzt nicht, warum sie da jetzt so gezickt hat. Nehmen Sie den Frachtaufzug. Ja, genau. Wenn ich jetzt nämlich da durchkletter und dann da hinten rechts... dann schneide ich nämlich den Bereich ab. Ich könnte jetzt hier raus. Will ich aber nicht. Ich will die nächste raus. Und hier, glaube ich, nämlich bin ich sicher, hoffe ich. So. Genau, und jetzt links. Jetzt bin ich in dem Gang. Und eigentlich, ja, jetzt muss ich rechts. Hier ist gerade schön still, aber das habe ich schon mal gedacht und dann ist es mir auf den Kopf geklatscht. Und jetzt habe ich gerade Alarm ausgelöst. Ja, genau. Das war nicht gut. Hallo. Ui. Es wäre super gewesen, wenn ich den Alarm nicht ausgelöst hätte. Oh Mann. Ist das zäh. Ja. Okay, jetzt weiß ich aber, welchen Weg ich gehen kann. Also ich habe jetzt natürlich furchtbar viele Umwege gemacht. Aber wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, da sind noch zweimal Sachen von Interesse.
Aber das habe ich doch alles gemacht. Ja, das ist mein Timer. Die Folge ist nämlich zu Ende. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich da relativ zügig wieder hinkomme. Ich muss nur darauf achten, dass ich da eben nicht nochmal Alarm auslöse. Vielleicht finde ich auch irgendwo noch eine Neuverkabelung oder sowas. Und ich kann jetzt vielleicht nochmal ganz schnell gucken, was hier noch von Interesse wäre. Vielleicht habe ich da wirklich was übersehen. Aber der ist jetzt gerade durch das Terminal durchgeglitscht. Bitte warten. Oh, da habe ich ja eigentlich alles. Da waren ja nur die Schalter und die habe ich ja betätigt. Oder muss ich das jetzt nochmal machen? Ich habe das doch gemacht. Wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo ist denn jetzt das zweite? Genau, auf der anderen Seite. Ich bin schon vorbeigelatscht. Ich weiß, die Folge ist rum, aber ich frage mich, warum ich das jetzt nochmal machen muss. Das war doch alles erledigt und ich hatte das auch gespeichert. Oder muss man das alle paar Sekunden machen oder so? Also ich mache das jetzt noch einmal. Unabhängig davon, ob ich muss oder nicht. Und dann werden wir in der nächsten Folge möglichst zügig den Weg nach draußen finden. Und ich bin jetzt wieder am falschen Ende. War ja klar. Ich hoffe, dass ich da wirklich dann da auch dahin komme. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das richtig ist. Aber es wird schon klappen. Bis morgen. Tschüss.